So, wir wollen eine Turing-Maschine konstruieren für die folgende Sprache, und zwar für die Sprache L ist gleich die Menge aller Worte bestehen aus a hoch i, b hoch j, c hoch k, und zwischen diesen drei Exponenten besteht die Beziehung, dass i mal j gerade k ergibt und i j k größer als 1. So, für diese Sprache wollen wir eine Turing-Maschine konstruieren, und beispielsweise enthält die Sprache Wörter das folgende Wort. Das Wort bestehend aus 2a, 3b, dann entsprechend 2 mal 3, also 6c. So, und das ist typischerweise auch unsere Startkonfiguration. Wenn wir das als Eingabe für eine Turing-Maschine geben, ja, wie kann eine solche Turing-Maschine arbeiten? Was ist die Idee dabei? Nun, die Idee ist die folgende: Man läuft jetzt zunächst nach links und muss dann gucken, dass man jetzt genau diese Bedingung i mal j gleich k erfüllt. Das macht man wie folgt: Man markiert sich ein a, läuft dann nach rechts und markiert sozusagen in einem Durchlauf sowohl ein B als auch ein C, läuft dann wieder zurück, markiert wieder ein B, markiert wieder ein C, läuft wieder zurück. Also sozusagen jedes B wird hier auch markiert in der Menge der Cs. Ja, so, und dann würde man wieder zurücklaufen, das Ganze nochmal machen. Da muss man diese Bs quasi wieder rekonstruieren, und um dann in einen zweiten Durchlauf, das mache ich jetzt vielleicht einfach mal mit der Farbe Blau, um das einfach nur zu demonstrieren. In einem weiteren Durchlauf würde ich dann wieder das nächste A markieren, und jetzt müsste ich wieder sozusagen alle Bs in den C markieren. Ja, ich würde jetzt sozusagen hier nochmal drüber gehen, das C markieren, nochmal das nächste B markieren, C markieren, B markieren, C markieren. Ja, und dann muss man halt passend erkennen, dass man die Rechnung beendet hat. Ja, wie kann ich das als Turing-Maschine realisieren? Ich zeichne das mal als ein Flussdiagramm. Wir fangen damit an, und ich räume hier vielleicht noch mal einmal ganz kurz auf. So, wir fangen an, indem wir zunächst mal aus der Startkonfiguration ganz nach links laufen. Dann eine Position nach rechts gehen, dann befinden wir uns unter dem A. So, und wenn wir ein A lesen, dann überschreiben wir das mit einem neuen Symbol. Ich kennzeichne das jetzt mal mit XA. Ja, das würde sozusagen hier überschrieben werden. Das A haben wir markiert. Wir gehen jetzt über alle weiteren A hinweg. Das heißt, wir laufen in einer Schleife immer weiter nach rechts, solange wir ein A lesen, bis wir auf das erste B treffen. Und wenn wir ein B lesen, dann überschreiben wir das jetzt mit einem XB. Gehen nach rechts, über alle B hinweg. So, und wir werden jetzt gleich die C markieren. Und wenn wir im weiteren Verlauf hier mehrere B haben, dann haben wir schon einige C markiert. Die C werden wir gleich mit einem XC überschreiben. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich hier ein B markiert habe, sowohl über alle B hinweglaufen als auch über die dann eventuell schon vorhandenen XC. So, dann treffe ich auf das erste C, welches noch nicht markiert ist. Das markiere ich jetzt. Und jetzt, was ich jetzt mache, jetzt laufe ich nach links zurück, also das C habe ich markiert. Ich habe hier ein XC geschrieben. Jetzt laufe ich nach links zurück bis zum XB. Das soll das sein, also L unten XB. Laufe links bis X unten B. Das ist quasi eine Hilfsmaschine, die gebe ich jetzt nicht explizit an.
So, wenn ich hier bin, dann gehe ich wieder ein Feld nach rechts. So, und wenn ich dann ein B lese, wenn ich ein B lese, ja, das heißt, ich wäre hier, dann würde ich das wieder mit einem XB überschreiben und das Ganze nochmal. Ich würde wieder nach rechts laufen bis zum nächsten C. Das heißt, der Reihe nach würde dann Folgendes passieren. Ich würde hier ein XB hinschreiben, ich würde hier ein XC hinschreiben, ich würde hier ein XB hinschreiben und ich würde hier auch ein XC hinschreiben. Das heißt, für diese 3B hätten wir jetzt genau 3C markiert. So, wenn ich dann hier bin, dann laufe ich hier zum XB zurück, ich laufe nach rechts. Wenn da jetzt kein B steht, dann habe ich alle B verarbeitet. Was muss ich dann machen? Wenn ich dann also ein XC lese, dann mache ich das Folgende. Dann laufe ich nach links bis zum ersten XA. Schreiben wir uns hier mal hin. Was macht LXA? Laufe links bis XA. Und was wir dabei auch in einem Aufwasch machen, dass wir die XB wieder ersetzen durch das Zeichen B. Ja, das wäre sozusagen nur eine zwischenzeitliche Markierung, um hier zwischen den B und C hin und her zu laufen. Ja, das löschen wir jetzt. Also diese XB-Markierung, die löschen wir. Und das machen wir hier mit dieser Hilfsmaschine. So, dann sind wir an dieser Stelle. Wir laufen dann einen Schritt nach rechts. Dafür können wir das R verwenden. So, jetzt kommt das nächste A. Wir gehen nach rechts. Wir sind hier, gehen aufs nächste A. Und dann läuft das Ganze nochmal. Wir würden auch dieses A kennzeichnen durch XA. Würden dann das gleiche machen wie zuvor auch. Wir würden die restlichen A durchlaufen. Da gibt es keine mehr. Wir würden auf ein B treffen, das B durch ein XB ersetzen, nach rechts laufen, über alle B und alle XC hinweg, hier bis zum C. Hier würde ein XC hinkommen und wir würden zurücklaufen zu dem XB, wieder nach rechts laufen, XC, wieder nach links zurücklaufen, XB und hierhin zurück und XC schreiben. So, dann laufen wir zurück bis zum XB, das heißt, wir sind jetzt an dieser Position. Ja, wir haben alles geschrieben, wir sind an dieser Position. Wenn wir auf das XC treffen, laufen wir zum ersten XA zurück. So, jetzt müssen wir gucken, wenn wir auf ein B treffen, denn wir haben ja hier beim Durch-Zurücklaufen, haben wir ja die ganzen XB wieder entfernt. Das hat unsere Hilfsmaschine L unten XB gemacht, L unten XA gemacht. So, das heißt, wenn wir an dieser Stelle sind, wenn wir an dieser Stelle sind und dann ein B lesen anstelle des A's, was machen wir dann? Nun, dann laufen wir über alle B hinweg. Wir müssen jetzt noch kontrollieren. Also wir haben jetzt alle A verarbeitet und wir müssen jetzt noch kontrollieren, ob wir überschüssige C haben. Ja, das heißt, wir laufen über alle B hinweg, sind an dieser Stelle. Wenn wir jetzt auf ein XC treffen, dann laufen wir nach rechts über alle XC hinweg. So, und wenn wir auf den Blank treffen, dann können wir akzeptieren. Und wenn wir auf ein weiteres C treffen, dann haben wir einen Fehler. Ja, also dann kommen wir in eine Endlosschleife. So, und wir haben noch eine Situation, und zwar an der Stelle, wenn wir zu wenig Cs haben, ja, auch das kann passieren, dann
Und das ist genau an dieser Stelle, wenn wir ein XB geschrieben haben, nach rechts laufen und dann auf ein Blank treffen. Ja, das ist genau an dieser Stelle. Wenn wir da auf ein Blank treffen, weil wir hier sozusagen zu wenig Cs haben, auch dann dürfen wir nicht akzeptieren. Fehler, zu wenig C. So, das im Groben die Idee einer Turing-Maschine, die die Sprache A hoch I, B hoch J, C hoch K mit I mal J ist gleich K akzeptiert.